Hallo, heute zeige ich dir, wie man eine Phonogrammdose bearbeitet. Phonogramme sind verliebte Buchstaben. Wir schreiben zwei Buchstaben, aber beim Sprechen hören wir einen Laut. Wenn du die Phonogrammdose öffnest, findest du viele Gegenstände. Die schaust du dir an. Einen Untersetzer, eine Mütze, ein Netz, einen Flitzer, ein Kitz, einen Schütze, einen Spitzer, einen Zweisitzer, einen Klotz und eine Katze. Alle Gegenstände liegen vor dir auf dem Tisch. Nun befinden sich in der Dose noch kleine gelbe Wortkarten. Du nimmst eine Wortkarte, liest das Wort darauf, Schütze, und legst es zu dem Gegenstand. Spitzer Untersetzer Klotz Netz Mütze Katze Flitzer, Zweisitzer. Wenn du alles gelegt hast, gehst du zu deinem Lehrer und lässt deine Arbeit kontrollieren. Danach gibt es noch ein Schreibblatt, auf dem du die Worte abschreiben kannst. Bist du fertig mit deiner Arbeit? Räumst du die Dose wieder ein. Dazu ist es wichtig, dass du alle Kärtchen auf einen Stapel legst und diese als erstes in die Dose hineinbringst. Jetzt hast du Platz für alle anderen Dinge. Es passt alles rein und ist ordentlich verpackt. Viel Freude wünsche ich dir.